Ja, hallo, in diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Podcast auf eurer Webseite veröffentlicht. Ja, das Ganze geht super easy und ist auch kostenlos. Und dazu benötigt ihr das Programm Audacity, wie auch immer es ausgesprochen wird. Ja, den Link dazu gibt es in meinem Blogbeitrag oder unter diesem Video. Das ist wie gesagt kostenlos, einfach herunterladen und dann könnt ihr eure eigenen Audios aufnehmen. Wie ihr das aufnehmt, kann ich euch jetzt nicht demonstrieren, weil ich gerade dieses Video am Aufnehmen bin. Aber es ist ganz easy, ja, ihr drückt einfach hier auf den roten Record-Button und wenn die Aufnahme beendet ist, drückt ihr hier auf diese Stopp-Taste, wie beim guten alten Kassettenrekorder, ja, und dann seht ihr auch hier eure Audio-Tonspur. Ja, und ihr müsst diese Datei nun zunächst einmal exportieren und das macht ihr, indem ihr auf Datei klickt und Ton exportieren. Dann vergebt ihr einen Namen für eure Datei. Test neu, sage ich jetzt mal. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das in dem richtigen Format abspeichert. Ja, also ganz wichtig, hier bitte MP3 auswählen, weil dieses Format wird später für SoundCloud benötigt. Ja? Also hier MP3 auswählen und auf Sichern klicken. Hier das könnt ihr überspringen, da müsst ihr nichts hinzufügen. Ihr klickt einfach auf OK. Ja, und das war auch schon der Export der Audiodatei. Dann könnt ihr hier dieses Programm beenden. Und dann geht es weiter mit SoundCloud. Ja, solltet ihr noch keinen Account bei SoundCloud haben, könnt ihr den hier unter Create Account erstellen. Ihr könnt euch auch mit Facebook einloggen oder mit Google. Ja, ihr könnt hier aber auch eure E-Mail-Adresse eingeben, Passwörter festlegen, dann noch hier kurz die Terms of User and Privacy Policy bestätigen und auf Create Account klicken. Ja, ihr bekommt dann eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den müsst ihr klicken, aber das kennt ihr ja alles. So, ich habe schon einen Account und hier logge ich mich jetzt mal ein. Und hier oben könnt ihr euer Profil bearbeiten. Ja, das habe ich bei mir schon getan. Ich habe hier ein Profilbild hinterlegt, ein Titelbild. Ja, und dann könnt ihr hier auch eine Beschreibung hinterlegen und euren Link zur Webseite. Ja, das solltet ihr auch in jedem Fall tun. Ja, und um jetzt eure Datei hier in SoundCloud hochzuladen und zum Podcast zu machen, klickt ihr einfach hier oben auf Upload. Dann geht ihr auf Choose File to Upload, ja, also Datei auswählen. Und lade die Datei hoch. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo ich das gespeichert hatte. Hier, genau. Und test neu. So, und dann wird hier auch schon diese Audiodatei hochgeladen. Ihr könnt jetzt hier ein Podcast-Bild hinterlegen, ja, passend zum Thema. Nehme ich jetzt mal das. Okay. Hier könnt ihr einen Titel festlegen, Text hinterlegen und eine Beschreibung hinzufügen. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr einfach hier auf Save und dann wird euer Podcast gespeichert. Ja, ich mache das jetzt mal hier nicht, weil das ja nur ein Test war, deswegen gehe ich auf Cancel. Ihr findet dann eure Podcasts in eurem Profil, wenn ihr da jetzt draufklickt, ja, dann seht ihr, hier sind alle Podcasts aufgelistet. Bei euch wird ja dann erstmal einer da sein. Und wenn ihr diesen Podcast jetzt in eurem Blog einbinden möchtet oder auf eurer Webseite, dann klickt ihr einfach hier unter dem jeweiligen Podcast auf Share. Dann wählt ihr Embed aus. Ja, und dann erhaltet ihr hier auch schon den Code, um das Ganze in WordPress einzubinden. Ja, es gibt hier jetzt zwei Designs. Ja, es gibt hier so ein bisschen größeres Design, das ihr auf eurem Blog einbinden könnt. Ich wähle immer hier dieses kleine Design, das ist aber Geschmackssache. Jedenfalls kopiert ihr euch hier diesen Code einmal komplett raus und geht zurück in euer WordPress-Dashboard. Und dann kann ich euch das Ganze mal an einem Beispielbeitrag demonstrieren. Wichtig ist, dass ihr euch hier im Textmodus befindet, wo ihr diesen Code jetzt reinkopiert. Ja, den kopiere ich hier einfach wieder rein und klicke auf Vorschau.
und dann seht ihr hier auch schon den Podcast auf eurem Blog. Ja, super easy, vor allen Dingen auch kostenlos. Und ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen und ich sehe in der nächsten Zeit ganz viele Podcasts auf eurem Blog. Bis dahin, eure Laura.